Hallo, ich zeige euch heute eine leichte Variante von Spaghetti Carbonara. Dafür brauche ich etwa 250 Gramm Spaghetti, die habe ich schon gekocht und etwas kalt abgeschreckt, damit es nicht so zusammenklebt. 1 bis 2 Zucchini geraspelt, 1 Teelöffel Mondamin oder ein anderes Stärkemehl zum Binden der Soße, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, 100 Gramm Schinken, 3 Esslöffel frisch geriebener Parmesan, Olivenöl zum Anbraten, 400 ml Magermilch, 1 Ei, Muskat, Pfeffer, Salz. Ich brate jetzt die Zwiebel und den Knoblauch an, dann gare ich die Zucchini etwas mit und gebe den Schinken hinzu. Teelöffel Stärke mit wenig Milch glatt. Die Milch. Das Ei und die Gewürze. Das Fleisch. Pfeffer. Salz. Die angerührte Speisestärke und den Parmesan. Verrühre ich. Und gebe das Ganze in die Pfanne. Wenn das Ganze kocht, wird die Soße schnell sämig. Ich habe die Pfanne jetzt schon ausgeschaltet. Die vorgegarten Spaghetti gebe ich dazu. Und hebe das Ganze unter. So sehen die Spaghetti Carbonara angerichtet aus. Ich habe 3 Portionen gekocht, eine Portion hat 14 Points. Kocht es doch mal nach und schreibt uns auf dem Blog oder bei YouTube, wie es euch geschmeckt hat. Oder vielleicht möchtet ihr auch mal unseren Channel abonnieren.